und wir stehen im Wald. Umgeben von Potsoul, die Sonne ist am Aufgehen. Hoffe ich doch, oder? Müsste ja so sein. Yep, die Sonne geht auf, unser Bett steht hier schon. Ich glaube, wir haben sogar das Bett schon gekennzeichnet, ganz genau. Welche Richtung schlagen wir denn jetzt mal ein? Eigentlich müssen wir uns ein bisschen nach links wenden, sprich nach da, um jetzt noch so ein bisschen runter zu gehen. Oder aber wir gehen jetzt schon nach oben wegen Schlangenlinien. Ich weiß noch nicht so genau. Oder... Ach, keine Ahnung. Wollen wir einfach mal... Wo gehen wir am besten hin? Mir fällt jetzt gerade die Entscheidung so ein bisschen schwer, weil ich in diesem Dilemma... Wir sind so ein bisschen in dem Dilemma... Dass wir diese ganze Fläche noch nicht erforscht haben und ich jetzt keinen Bock habe, hier den Kreis irgendwie zu schließen. Das wäre jetzt nicht so toll. Die magischen Bäume, das Regenbogenhaus, das haben wir irgendwann mal vor langer, langer Zeit entdeckt. Und wir sind gerade auf dem direkten Weg dahin. Da will ich aber eigentlich gar nicht hin. Ich möchte jetzt viel lieber hier so wieder nach oben laufen. Also es bedeutet in diese Richtung. Also ein bisschen nach da. Und dann noch weiter nach links irgendwie. Das hat nämlich den Vorteil, dass wir unser Biom hier noch ein bisschen besser kennenlernen können und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir eventuell noch irgendwelche außergewöhnlichen Gebäude entdecken können. Wobei, ich muss jetzt ganz ehrlich sein, wir haben schon relativ viel entdeckt und ich habe mir hier und da, wobei auch das mittlerweile länger her ist, hier und da auch mal andere Let's Plays oder zumindest Ausschnitte davon angeschaut und ich habe jetzt, mir fällt jetzt gerade so kein Gebäude ein, was wir so gänzlich noch gar nicht gesehen haben. Also das fällt mir jetzt so irgendwie überhaupt noch nicht ein. Deswegen, wir gehen jetzt mal hier so ein bisschen hoch und versuchen uns mal so ein bisschen in Schlangenlinien, um das Gebiet etwas systematischer abzugrasen. Haben wir bisher auch noch nicht gemacht. Ist das erste Mal und ich glaube, wir liegen jetzt im Moment ganz gut. Jedenfalls wird dieses Waldbiom jetzt mehr als gut erforscht, würde ich sagen. Mir ist übrigens siedend heiß eingefallen letztens, dass wir eine ganz wichtige Sache im Hai-Labor auf der Hai-Insel noch vergessen haben. Und zwar Stichwort sechsfache Teilung. Das wollte ich eigentlich gern auch noch gezeigt haben. Und da gibt es noch so ein paar andere Bauelemente, die ich gern noch mal gezeigt hätte. Das muss jetzt leider ein bisschen warten, weil, wie gesagt, ich bin total drüber hinweggekommen. Wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, dass ich einfach weiter wollte. Ich wollte einfach neue Dinge sehen, neues Land ein bisschen entdecken, weil wir jetzt schon sehr lange auf der Hai-Insel waren. Glücklicherweise ist die Hai-Insel ja mit der Bahnstrecke mit der eigentlichen Heimat verbunden, wo wir auch wieder hin wollen irgendwann. Und deswegen ist das eigentlich relativ egal. Übrigens, eine tolle Sache, die ich noch erwähnen möchte, habe ich am Rande schon mal erwähnt, aber das hat sich jetzt irgendwie so ein bisschen als Gewohnheit rausgestellt. Wir haben hier in unserer Fangemeinde einen fleißigen Mitzuschauer, der die Folgen, die ich hier mache oder die wir gemeinsam hier machen, einfach nochmal zusammenfasst. Innerhalb der Kommentare dann schriftlich nochmal zusammenfasst. Und also wenn einer keine Lust auf die Folgen hat zum Gucken, dann kann er, wenn er ein bisschen wartet, sich dann die zusammengefasste Version in Schriftform nochmal angucken. Unser David macht das nämlich gerne. David fasst seit einiger Zeit diese Folgen immer schriftlich zusammen. Und erwähnt alles, beschreibt alles, was da passiert. Sogar teilweise Einzelheiten, indem ich dann zitiert werde und so weiter. Was ich irgendwie toll finde. Da habe ich ihm auch schon geschrieben, dass ich das total toll finde. Ja, also wie gesagt, wenn dir mein Gesabbel auf den Geist geht, guck dir den Text von David an. Dann weißt du auch, was passiert ist. Okay. So, jetzt habe ich aber auch keine Lust, die ganze Zeit den Atlas zu zücken. Irgendwie muss ich mich nämlich jetzt ständig neu orientieren. Wir laufen jetzt mal ein Stückchen in diese Richtung. Und dann nochmal etwas nach oben. Weil wir ja auch nicht in direkter Nähe unseres bisher gelaufenen Pfades laufen wollen, sondern schon etwas Neues entdecken. Und wenn wir so laufen, dann kommt uns der Wald mit der ganzen Potsoul natürlich noch viel größer vor, als er eigentlich ist. Weil wir ihn umso genauer erkunden. Überall sind Kühe. Aber... interessant einfach, dass man immer wieder neue Biome entdeckt, ne? Immer wieder neue Biome, die irgendwie noch nie da gewesen sind. Oder ich habe es vergessen, dass ich sie vielleicht irgendwann schon mal entdeckt habe. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht es jetzt erst noch mal geradeaus. Aber dieses Waldgebiet ist gigantisch. Ein riesiges Waldgebiet.
So, vielleicht sollte man auch nicht vergessen, zwischendurch immer mal wieder nach links und rechts zu gucken, ob da vielleicht irgendwas ist. Na, nicht, dass wir noch an irgendeiner Attraktion vorbeilaufen, aber im Moment wiederholt sich auch sehr viel. Wieso sterben wir eigentlich? Was soll das? Das möchte ich ja nun doch nicht. So, essen wir erstmal ein paar Erdbeeren. Ja, die sind natürlich extrem sättigend. So, eine Traube. Blaubeeren. Ein paar Vitamine hier. Und Himbeeren. So. Das hält natürlich nicht besonders lange vor, was wir jetzt gegessen haben. Ist schon klar. Ach ja, und schon wieder ist diese leichte Spannung im Rücken. Was passiert denn wohl? Ach, ein Kürbis, wie nett. Und ein paar Gurken. Ja, wir müssen jetzt doch hin und wieder mal Gardens mitnehmen. Das hilft ja nun nichts. Ein paar Gardens, um uns zu ernähren. Was ist das? Ackerminze. Herstellung Minzeblatt. Minzeblatt. Können wir sicherlich noch verwenden. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, so minztechnisch sind wir noch nicht so gut unterwegs. Aber ich bin auch ganz ehrlich, bei dieser unglaublichen Auswahl... Quatsch, was mach ich denn? Bei dieser unglaublichen Auswahl an Sachen kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man einfach kapituliert. Man weiß auch wirklich nicht mehr über diesen langen Zeitraum, die dieses Let's Play jetzt läuft. Da weiß man auch wirklich nicht mehr, was man wann gesammelt hat. Ganz ehrlich, das weißt du irgendwann auch nicht mehr. Also mittlerweile spielen wir jetzt seit mehr als 2 Jahren. Es sind 2,5 Jahre, die dies Let's Play läuft. Wie zum Geier soll ich wissen, was ich vor 2 Jahren gesammelt habe? Das weiß man einfach nicht. Wie zum Geier sollen wir das wissen? Auch du, wenn du das länger verfolgen solltest, auch du wirst es nicht mehr wissen. Glaube ich nicht. Cool, wo sind wir denn hier gelandet? Ja, da springen wir doch mal freudig runter! Lange keine Wüste mehr gehabt, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Aua! Nicht doch! Was ist das? Wilde Möhre. Wilde Möhre, die haben wir schon. Wilde Möhren haben wir. Das ist ein interessanter Berg. Wo wir da mal auf den Gipfel gehen. Das ist der sogenannte Wüstenberg. Der Wüstenberg. Oder auch Desert Mountain. Ein Fisch. Ein Zebrafisch. Ein Zebrafisch. Hallo Zebrafisch. Ich nenne den einfach mal so. Ich bin jetzt kein Fischkenner. Piranha-Scheine nicht zu sein. Ah, hier ist noch ein bisschen Lehm. Das ist doch was. Ein bisschen. Ach komm, ein bisschen was nehmen wir mit. Wieso auch nicht? Wieso auch nicht? Diese Wassergeräusche sind einfach total cool. Auch mit diesem Resource-Pack, was wir hier haben. Die Matmos-Mod, die wir installiert haben, vor längerer Zeit ja schon. Die also erkennt, dass das hier kein Meer ist, denn sonst würde man ja die Brandung hören, sondern dass es ein See ist. Das macht schon was her. So, ich muss zwischendurch leider doch so ein bisschen Kohle einsacken, wenn die da ist. Weil ich noch nicht so genau weiß, wie das fackeltechnisch auf Dauer wird. Vielleicht sollten wir zwischendurch auch mal ein paar Schafe scheren, sollten wir noch ein paar Betten aufstellen wollen. Ich möchte das ja gar nicht aussprechen, aber es ist uns... Bisher ist uns das Glück so hold gewesen, dass wir immer irgendwo, wenn wir gestorben sind, ein Bett in der Hinterhand hatten, wo wir vorher mal abgespeichert hatten. Oder wenn das nicht so war, sprich, dass wir ein Bett, wo wir geschlafen haben, abgerissen hatten, dass wir dann nicht gestorben sind. Das heißt, wir sind noch nie, noch nicht ein einziges Mal in dieser Welt wieder am Spawnpunkt rausgekommen. Weißt du, was wir jetzt machen? Und ehrlich, ich wüsste noch nicht mal... Wenn wir beim Spawnpunkt wieder rauskämen, ich wüsste noch nicht mal, wie schnell wir unsere Heimat überhaupt wiederfinden würden. Ich habe noch nicht mal die Koordinaten.
Das heißt, wir leben eigentlich permanent immer mit so ein bisschen Risiko. Gerade wenn wir auf Reisen sind und Betten abgerissen haben, auf denen wir vorher, also abgerissen sage ich immer, also abgebaut haben, auf denen wir vorher geschlafen haben, haben wir immer so ein bisschen dieses stille Risiko im Rücken, was uns zuflüstert, hey Fabi, pass auf, du bist nicht sicher. So. Dann könnte auch ein cooler Orientierungspunkt sein. Okay, sieht erst von Ferne so ein bisschen aus wie ein Wüstenberg, ist aber keiner. Deswegen heißt dieser Berg jetzt auch... Ein bisschen vergrößern. Wo sind wir denn eigentlich? Wieso sehe ich? Und da. Mein Gott. Man sieht sich schon gar nicht mehr. Pseudo-Wüstenberg. Pseudo-Wüstenberg. Der Pseudo-Wüstenberg. Wollen wir hier schlafen? Oder wollen wir die Gegend erkunden? Sehen wir hier irgendwas in der Ferne? Ich sehe nichts. Siehst du was? Nur die Grillen zirpen. Und kündigen die Nacht an. Da ist sogar noch ein höherer Punkt. Wir haben noch nicht mal den höchsten Punkt erreicht. Der ist hier. Vielleicht sollten wir da nochmal drauf klettern. Hier müssen wir dann vielleicht auch so einen kleinen Turm dann machen, idealerweise. Ich glaube, das wäre ganz nice. Wenn wir hier so einen kleinen Turm machen, dann können wir bei der Gelegenheit gleich die ganzen Steine mal eben verbauen. 1, 2, 3, 4. Oh Gott, das ist aber sehr hoch. 5, 6, 7. Werden wir das überleben? Ja, ne? Komm, wir machen hier mal so ein... Mal einen Leuchtkürbis herstellen? Wir haben doch Kürbisse dabei. Lass uns mal eben Leuchtkürbis herstellen. Wieso nicht gleich drei? So. Ein paar Leuchtkürbis. Und jetzt... Das Problemchen ist, dass wir jetzt wieder runterkommen müssen. Oh Gott! Jawohl, auf jeden Fall sieht man diesen Punkt weit. Pseudo-Wüstenberg. Leider haben wir keine Schilder. Sonst hätten wir das jetzt noch dran schreiben können. Aber diesen Punkt sieht man jetzt wirklich sehr weit. Und ich möchte das Ganze noch etwas verstärken hier mit Licht. Auf dieser Seite vielleicht auch nochmal. Hier unten. Oh, die Grillen sind weg. Ein Zombie wartet in der Dunkelheit. Wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin? Sag doch mal. Wo wollen wir denn hin? Die Richtung ist gar nicht mal so schlecht. Oh, die magischen Bäume, die waren so schön, als wir die seinerzeit entdeckt haben. So nach meiner groben Schätzung muss das irgendwo um Folge 100, irgendwie um Folge 100, 120 sein oder sowas, wo wir die entdeckt hatten. So lange ist das schon her, also weit über ein Jahr, müsste 2 Jahre her sein, dass wir bei diesen Regenbogenbäumen waren. So, es ist irgendwie tiefe Nacht, aber trotzdem ist es noch etwas hell. Es sind kaum Monster da. Wie kommt das? Stell noch eine Fackel hin. Lass uns mal flüstern. Vielleicht werden wir ja gar nicht so schnell bemerkt von den Monstern. So dunkel ist das irgendwie gar nicht. Die Fackel wirkt gar nicht richtig. Was ist das denn hier? Alpenedelweiß, wie cool. Das war ein Baby-Zombie auf einem Zombie-Pferd. Was? Ein Baby-Zombie auf einem Zombie-Pferd? Habe ich noch nie gesehen. Manometer. Brauchen wir noch was zu essen? Leder. Kommt das jetzt von dem Pferd oder was? So, ein bisschen Zuckermelone.
Ja, in die Richtung ein bisschen. Wir müssen eigentlich nach da. Wir müssen nach da. Ruhig! Siehst du was? Die übliche Frage. Oh Mann, hier ist ein bisschen heller. Marmor, Marmor. Warte mal, was ist denn das für ein Marmor? Underground Biomes Constructus. Das ist, glaube ich, das Standard-Marmor, womit wir nichts machen können, oder? War das nicht so? War das nicht das Marmor, das wir nicht gebrauchen können? War da irgendwas? Wollen wir das mal eben gerade austesten? Okay, das sind diese normalen Marmordinger, diese normalen Marmorsteine, die sich wie normaler Stein verhalten, die nicht mit dem anderen Marmor vergleichbar sind. Also es gibt, wir haben ja immer so ein bisschen das Problem, Marmor ist ja nicht gleich Marmor, das ist bei anderen Gesteinsarten teilweise ähnlich. Mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber es gibt auch Gemüsesorten, die identisch sind, also die dann gleich heißen, in mir, ach, was war denn das noch für ein Gemüse? Irgendwelche Beeren, die doppelt sind in diesem Spiel, als Beispiel. Die gleich heißt, ich glaube, das waren Blaubeeren. Blaubeeren gibt es in zwei verschiedenen Mod-Paketen. Oder in zwei verschiedenen Mods. Also Life in the Woods, Renaissance ist ja ein Mod-Paket aus verschiedenen Mods. Und um jetzt bei dem Beispiel Blaubeeren zu bleiben, bestehen die Blaubeeren einmal, kommen die Blaubeeren einmal aus dem, aus Pam's Harvest Craft und einmal aus einem anderen Paket noch. Und je nachdem, aus welchem Mod-Pack die kommen, kann man die unterschiedlich bearbeiten. Weißt du sicherlich schon, viele wissen das, aber manche eben vielleicht auch noch nicht. Und genauso ist das mit dem Marmor. Das ist jetzt schon wieder eine Marmorsorte, die irgendwie komplett anders ist. Ich glaube, Marmor gibt es dreimal mindestens in diesem Spiel. Man kann damit jetzt auch nicht so viel machen. Also normaler Stein halt irgendwo. Aber dieses Gelände ist ganz interessant. Mal gucken, ob wir da was finden. Ja, nun bleib da doch mal stehen. So ist doch gut. Man kann ja auch nicht in Ruhe jetzt rumsuchen. Ich möchte jetzt auch kein Bett verbrauchen. Deswegen laufen wir jetzt so ein bisschen hier durch die Gegend und bauen zuweilen ein wenig Kohle ab, weil wir ja Kohle brauchen. Wir haben so viel Kohle verbraten für den Bau der Eisenbahnstrecke zum Brennen von irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was genau. So, Rucksack. Jetzt müssen wir so ein bisschen gucken, dass wir die ersten Sachen wieder in den Rucksack bekommen. Leder, Kohle, Kohle. Kürbisse, die behalten wir mal. Das Essen auch. Jute-Dings da. Knochen. Stein, Stein, Stein. Alles weg damit. Auch die Erde. Erstmal. So, sollen wir erstmal reichen. Dieses Fleisch kommt auch weg. So. Und schon wieder können wir essen. Wir können eigentlich die ganze Zeit essen, weil diese Früchte total unergiebig sind, auch wenn die bestimmt lecker sind. Ja, ist ja gut. Wo kommst du denn jetzt so schnell her? Ich hab's ja verstanden. Ah, mit unserer Spitzhacke, das wird auch alle weniger. Also, ich glaube, wir müssen die Reise auch irgendwann jetzt zu Ende bringen. Ich möchte irgendwie gar nicht zurück. Oh, cool, wir haben die Nacht überstanden. Wir haben die Nacht überstanden. Ist das nicht herrlich? Wunderbar, das ging jetzt schneller, als ich gedacht habe. Wir wollen aber nach da. Nein, wir wollen nach da. Kacke, wir müssen über die Bergkette oder was? Wir müssen jetzt über die Bergkette irgendwie kommen. Komm, wir gehen hier mal runter. Und gehen einmal über die Bergkette. Mal schauen, wo wir dorthin kommen. Xylitblock haben wir auch schon mal mitgenommen. Xylit. Oh, scheiße, ist das hoch. Was ist da denn? Oh, da ist ja was. Ein Brunnen? Was ist da hinten? Was ist denn da so eckig da hinten? Kann leider nicht näher hingucken. Das ist, glaube ich, nichts. Weiß ich nicht, aber... Oh, oh Gott, oh Gott. Wollen wir da reinspringen? Kommen wir, glaube ich, auf. Stoßen wir auf... Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Sollen wir das machen? Wir haben auch keinen Anlauf, ne? Das könnte verheerend sein.
Darauf falle ich jetzt auch nicht rein. Wir haben das so oft versucht in der Vergangenheit. Oh, Kacke, ey. Oh, Kacke. Ich will doch noch nicht sterben. Wo gehen wir denn jetzt hin? Da kommen wir nicht. Das kriegen wir nicht hin. Gibt es denn hier keine Stelle, wo wir einfach runterspringen können? Wo kommen wir denn runter? Geht das hier irgendwo? Nein, es geht nicht. Definitiv nicht. Außerdem ist der Wind hier jetzt auch. Es ist windig. Wir gehen hier hinten runter. Hitusha! Komm, gib mir mal ein bisschen Winterkürbis hier. Ach, das war der Creeper, den wir eben gesehen haben, oder? Sandors Fallblatt. Was ist das denn? Scharlachgelier? Auch nicht gesehen. Noch nicht gesehen, diese Pflanzen. Neu. Sehr cooles Gelände. Gefällt mir richtig gut. Und hier ist alles voller Vögel. Guckt sich das einer an. Ist das nicht schön? So, da haben wir unseren Brunnen oder was auch immer das ist. Jetzt sieht man es ein bisschen besser. Da wollen wir... Oh, was für eine coole Gegend. Was für eine geile Gegend ist das denn hier? Die ist ja mega. Die ist ja cool.